Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zum heutigen Part, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Geld gefarmt und auch ein bisschen schon investiert von WSN. Hab ein bisschen in der Zeitmaschine gekämpft. Ja. Und habe auch ein bisschen die Stadt erkundet, um so ein paar von den Collectibles zu finden. Ich habe keine von denen eingesammelt, nur schon mal gesucht. Und die will ich auch gleich eben kurz einsammeln, die ich schon mal gefunden habe. Aber so eine richtige Sammeltour will ich erst machen. Wenn wir alle 6 von diesen Sammelmissionen da rechts überhaupt haben. Weil ihr seht ja, wir haben gerade mal die Hälfte von den Sachen, wo man hier was sammeln soll. Und ich will jetzt nicht hier anfangen, alles abzugrasen, wenn da eh noch was hinzukommt. Ich will das machen, wenn alles da ist, dann gibt es so vielleicht 1 oder 2 Sammelfolgen. Ich werde offscreen dann sowieso erstmal alle Teile suchen. Auf jeden Fall, ich kann meine WSN jetzt hier nochmal ein bisschen investieren. Ja. Ich habe hier schon ein bisschen reingepayt. Dass ich mir den langen Sprint jetzt hole. Ja. Jetzt kann ich einen langen Sprint machen. Kann während des Ausweichens nochmal so ein bisschen nach vorne springen. Als nächstes will ich mir den Sprengang holen und danach will ich den Mustang ausweichen haben. Weil das ist auf jeden Fall mega stark. Weil dann brauche ich nur einmal ausweichen, während ich volle Gesundheit habe. Und dann kann ich draufhauen wie ein Berserker. Dauert aber natürlich noch ein bisschen, bis ich das freischalten kann. Ach ja, und ich habe ein Angriffs-Upgrade mal offscreen geholt. Als nächstes investiere ich hier in Gesundheit. Ja. Ich kann euch ja mal eben kurz über die Zeitmaschine zeigen, dass ich sehr oft gekämpft habe. Gojo und diesen Assassin habe ich sogar auf Death geschafft. Hat ein paar Versuche gebraucht, aber ich habe es hinbekommen. Mr. Black Hole ist auf Death einfach unmöglich, weil du brauchst nur einmal diese Portale berühren. Du bist, um kurz den Death-Bonus zu erklären, man ist dann Insta-Kill. Also, egal was einen trifft, du bist instant tot. So, jetzt sammle ich eben kurz noch die Sachen ein, von denen ich gerade gesprochen habe. Und dann machen wir auch mit dem neuen Gebiet weiter. Ich mache jetzt so kleine Skips zu dem Punkt. So Leute, hier ist der erste Punkt, wo ich was gefunden hatte. Zum einen eine Katze und zum anderen eine Deathman-Karte. Ich habe noch einen Skorpion und noch eine weitere Deathman-Karte in meiner Freizeit gefunden. Hier ist jetzt auch direkt die Katze. Die Karten und einen Skorpion, den ich auch gefunden habe, werde ich jetzt auch direkt abliefern wegen dem Geld. Und danach gehen wir direkt ins neue Gebiet. So, für den Skorpion brauche ich eigentlich auch nicht wirklich skippen, weil der ist direkt da unten am Strand. Einen Moment, es ist jetzt ein bisschen fremdlich, mit dem Wagen da runter zu kommen. Aber es geht. So, jetzt hier runter, am besten nicht Gas geben, weil sonst lege ich mich aufs Maul. So, und hier irgendwo am Strand ist jetzt ein Skorpion. Da vorne ist er. Einfach von hinten schleichen. Dreh dich doch nicht in meine Richtung. Nein, stich mich nicht. Ihr wisst, dass er da ist. Ich werde ihn offscreen holen. Oder er kommt direkt wieder raus. Jetzt habe ich ihn. Wollte ihn offscreen holen gehen, weil ich dachte, er braucht wieder eine halbe Ewigkeit. Bis er zurückkommt. So, und jetzt gibt es nur einen kurzen Skip bis zu der einen Deathman-Karte, die ich meinte. Dann können wir weitermachen. So, Leute, ich zeige auch mal kurz auf der Karte, wo das ist. Das ist hier oben. Hier auf den Bänken, beziehungsweise daneben, liegt eine Deathman-Karte. Die hatte ich offscreen noch gesehen. Weil ich mal so ein bisschen rumgeguckt habe.
Ich will jetzt den Skorpion und die Deathman-Card natürlich noch abgeben. Damit ich jetzt aber nicht den ganzen Weg so zurückfahren muss, einmal den ich schnell reise. So, und da sind wir auch schon. Ich kann jetzt direkt die Karten abgeben. Das ist ja direkt hier. Es gibt übrigens auch zwei neue Missionsarten, habe ich auf den Karten gesehen. Die gehen wir auch noch holen. Aber ich würde erstmal die Story bevorzugen. So, hast du ein paar Karten von mir bekommen? Ich habe ein bisschen Geld bekommen. Mein Hund ist gerade zu mir ins Zimmer gewartet. Was möchtest du, kleinen Hund? So, mein Hund hat, nervt mich jetzt gerade. Wenn sie zu sehr nerven, schmeiße ich aus meinem Zimmer raus. So, wo ist der Rahmenshop? Der war doch hier vorne irgendwo. Wie gesagt, die große Sammeltour, die mache ich erst, wenn ich alle 6 Dinger da freigeschaltet habe, die gesucht werden müssen. Du wolltest die Skorpione haben. Es ist nicht viel, aber er kann es ja trotzdem haben. So, jetzt zeige ich mal eben kurz auf der Karte, was ich meinte. Es gibt jetzt zum einen eine Motorradmission. Und zum anderen habe ich hier oben noch gesehen, im Übrigen, was die Mineneinbeut angeht. Die lohnt sich doch, wenn man das nämlich ein zweites Mal macht, dann ist die komplett anders. Hier ist zum einen auch noch ein Abenteuer und eine Küstenwachenmission. Da wir das hier direkt in der Nähe haben, würde ich das hier jetzt trotzdem einmal machen. Mit dem Motorrad. Das hat keiner gesehen. Wieso? Aber natürlich sammle ich die Viecher trotzdem ein, wenn ich sie sehe. Weil alles, was ich unterwegs einsammle, muss ich später nicht mehr suchen. Auch wenn ich ein sehr, sehr gutes Gedächtnis habe, was bei einem Stream letztens sogar bewiesen wurde. Wir hatten da so ein Memory-Spiel gespielt, wo man so durch ein unsichtbares Labyrinth muss, was man nur einmal angezeigt kriegt. Und ich bin da einfach instant durchgelaufen. Ja. Okay. Okay. Ich soll ein Fluchtauto zerstören. Oh. Also bin ich jetzt ein Polizist und versuche das Auto wegzurammen mit meinem Nitro. Oh, das kann lustig werden. Oh. Zerstör das Hauptfluchtauto, bevor es die Zeit abläuft. Ja, ZR, kennen wir alles. Da vorne ist das Auto, was ich kaputt machen muss. Geschafft. Ach so, es hat eine Lebensanzeige. Ja, komm her. Noch einmal getroffen. Jetzt kriege ich dich endgültig. Ich denke mal, dass diese Kristalle WSN sind und das andere ist halt ein Profi. Die Nitro sollte ich, wenn, so auf einer geraden Strecke benutzen. Jawohl! Kaputt gefahren! Das ging schnell. Wie viel kriege ich denn dafür?
So. Ich habe das ordentlich erledigt. Nur 915, aber dafür echt viel von den Coins. Und jetzt gibt es eine Stufe 2 Version davon, ne? Ja, das ist dann einfach nur mehr Geld, mehr von allem. Es gibt übrigens auch ein neues Gebiet. Da müsste ich auch mal hin. Hier sind ein paar Sachen aufgetaucht in der einen Zone da. Ich würde halt die Küstenwache und das hier eigentlich schon gern. Ach komm, dann machen wir erstmal das. Die Missionen laufen schon nicht weg. Und vergessen tue ich sie schon nicht, keine Sorge. Shortcut. Aua. Aus. So, irgendwo hier vorne Küstenwache. Was darf ich mir darunter vorstellen? Nebenbei, ich müsste auch gucken, ob hier in dem Gebiet noch ein neues Kätzchen aufgetaucht ist. Einfach Alligatoren sammeln. Ich soll die Alligatoren mit einem Panzer bekämpfen? Das klingt jetzt schon ein bisschen brutal, meint ihr nicht? Okay, einfach mit links, rechts die Kanone bewegen. Oh, was sind denn das für fette Alligatoren? Hatte ich hier Godzillas Kind auf? Ich mache hier Punkte. Sind Fehlschüsse eigentlich Minuspunkte? Nö. Easy going. Einen habe ich noch erwischt. Jeder hat 50 Punkte gegeben, 900 hatte ich. 18 habe ich erledigt. Aber so wenig? Na, da lohnt sich das nicht. Auch die Level 2 Version dann nicht. Okay, dann gucke ich mir wenigstens Abenteuer mal an. Hier vorne ist nur so ein Sushi-Laden. Muss ich jetzt nicht reingehen. So, den Wagen kann ich eh nicht mit reinnehmen. Hier ist auch noch eine Verteidigungsmission, die müssten wir einmal machen. Halt einfach, um es zu sehen. So, hier in der Ecke ist es. Was ist sie denn? Ah, eine Sequenz? Dann mache ich eben kurz mich stumm.
Okay, das war interessant. Ist hier vorne jetzt direkt ein nächster Teil davon? Ja, ich glaube, ich lasse den Avatar einfach erstmal aus. Das ging schnell. Also, das ist wahrscheinlich jetzt das nächste Item, was ich durchgehend suchen soll. Ist das jetzt einfach nur, ich rede die ganze Zeit hier hin und her? Ich halte schon extra die Klappe während das. Ach, wisst ihr was? Ich lasse ihn jetzt an. Aber lese jetzt nicht bedingt vor. Aber interessant. Vor allen Dingen, das gab es bei dem vorherigen Nomohios-Teil, ne? Diesen Art-Style. Wo finde ich denn dieses Erz? Okay, ich habe 6 Orte. Ich mache mir gleich mal eben kurz einen Screenshot. Und genauso sein mitten auf der Straße. Ich bin mir halt nicht sicher, wie viele jetzt hier in das reinpassen. Okay. Ich habe mir jetzt für alle 6 Standorte hier markiert, beziehungsweise einen Screenshot gemacht. Wenn ich die Dinger unterwegs sehe, dann hole ich sie mir. Ach, die siehst du eh dick fett auf der Straße, oder wie? Ja komm, dann sammeln wir das eben. Wenn man die eh ganz dick sieht. Ist leicht verdientes Geld. Da beschwert man sich doch nicht. Shut up. Ist das jetzt wirklich ein Sammelobjekt? Nee. Das ist einfach nur eine Nebenmission. Ich hoffe, dass sie sich aber lohnt. So, hier sind jetzt noch 2. Wozu habe ich mir Screenshots gemacht, wenn die eh so hart auf der Karte angezeigt werden? Oh, hier ist noch eine Deathman-Karte. Nee, das ist der Verteidigungskampf. Wollte ich auch noch machen. Machen wir dann zum Start der nächsten Folge. Machen wir jetzt das hier fertig. So, irgendwo hier ist der letzte Stein. So, und jetzt kann ich ja dir wieder reden, ne? Hab ich gemacht. Weil ich hatte mehrere Mal so einen Throw-Crazy-Modus und da kannst du einfach durchgehend den Gegner werfen. So, dann wieder zum alten Mann. Okay. Ja. Ein Juwel. Okay. Das ist, glaube ich, das nächste Gebiet, wo wir hin können. Ach, dann machen wir die Mission eben noch. Ich dachte, jetzt kommt noch ein bisschen was hier. Na komm, dann machen wir hier noch den Kampf. Dann bin ich hier vorne wenigstens erstmal vorübergehend fertig. Außerdem wollte ich ja mindestens einen Kampf pro Folge haben. Das sind 2 Wellen. Also für euch habe ich eine super Taktik.
Ja, es klappt super. Nope. Aua. Dass sie die ganze Zeit diesen Hüpfangriff machen, nervt. Der wird jetzt drauf gehen. Ich habe die volle Rüstung bereit. Und tschüss. So, jetzt kommt Welle 2. Als ob ich mich lange mit euch abgebe. Nope. Und tschüss. Diese neuen Fähigkeiten sind halt mega gut. Die haben ja auch bei den Zeitmaschinenkämpfen richtig gut geholfen. Vor allem bei Magnetman hier. Als der Death-Modus dran war, da konnte ich ihn halt sehr oft gegen das Teil schleudern. Beim Dev ist der echt hart. So, die habe ich geschafft, die Mission. War easy. Liegt hier noch irgendwas vielleicht dahinter? Nö. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier fürs erste Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.